Ich habe mir neulich gedacht, öfter mal was Altes und mal wieder Insurgency Sandstorm angeschmissen. Das habe ich schon seit 2,5 Jahren nicht mehr gespielt, insofern hat sich da schon einiges getan. Insbesondere gibt es einen neuen, also für mich neuen Spielmodus, Diffuse. Der ist natürlich grundsätzlich auch uralt, den kennt man spätestens seit Counter-Strike, denn es ist der klassische Bombenleger-Modus. Es gibt in den Levels, die dann deutlich kleiner sind als im Frontline-Modus, 2 Bomb-Spots und die Insurgents müssen dann Bombe legen und die Security Forces müssen das verhindern. I want to be careful, El Ahwan! Es gibt dabei relativ kurze Respawn-Zeiten und keine Tickets fürs Team. Das einzige Limit ist die Rundenzeit. Wie im Frontline-Modus gibt es auch hier unterschiedliche Klassen. Die unterscheiden sich letztlich aber nur in der Hauptbewaffnung. Commander und Observer, die im Frontline-Modus eng zusammenarbeiten müssen, gibt es hier gar nicht. Zusammen mit der sehr kurzen Time to Kill, die mir super gefällt, bietet Diffuse also sehr knackige, schnelle Action. Damit auch schon genug der Einleitung, denn ich habe einfach mal angefangen zu spielen und einfach mal aufgenommen und einfach mal drauf losgeplappert. Oh, da geht's schon los. Ist schon was passiert? Nee, gut. Ich habe schon lange nicht mehr Insurgency gespielt. Die Map kenne ich gar nicht. Aber der Modus ist, glaube ich, nicht so schwer zu verstehen. Wir müssen Bombsites verteidigen. Und eine, Bravo, piept schon. Ist offensichtlich irgendwo im Keller. Okay. Ei, relax, I'm dead. Ich weiß gar nicht, ob das für alle eine neue Map ist oder nicht. Denn es gibt eine neue wohl. Ja, da komme ich jetzt aber nicht mehr hin. Gut, dann jetzt alle Alpha verteidigen. Ist auf jeden Fall eine schöne Map. Ist nicht so staubig, schmutzig wie die anderen. Da kommt Gas. Da kommen noch mehr Farbe. Ich hab's gefühlt. Ich muss hinter mich ein bisschen gucken. Hier ist gerade einer durchgekommen. Ja, die Mates halten das. Ich möchte so ein bisschen den Zugang. Warte ich mal kurz nach. Das ist vermutlich etwas campy, was ich hier mache. Ja, hier durch. Okay. Da kommt wohl irgendwie durch. Weiß auch gar nicht, wer das Geschrei macht. Ob eigene oder Feindvolk. Oh, Feindvolk. Ja, verteidigen ist natürlich immer etwas einfacher. Auch wenn man die Map nicht kennt. Da hinten ist wieder einer. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte meinen. Da hinten kommt nämlich einer. Ein Guckchen verstellen. Ah, aber ich glaube, den ersten habe ich gekriegt. Wie geht's? Man kriegt ja keinen Hinweis darauf, ob man jemanden gekillt hat oder nicht. Das Scope war schon besser. Wobei, wenn ich da draußen bleibe. Oh, es sind offensichtlich viele von uns gestorben. Vielleicht wieder da hinten in den Außenbereich. Dann brauche ich doch das große Scope. Hier war das doch, oder? Ja.
Da ist der auch immer noch. Der ist da hinten irgendwo rein. Okay, never mind. Ich doch mal wieder da rein. Ach, das ist der Kollege, der da rennt. Schöne Map. Ich muss halt hier hinter das Ding. Ja, wenn es natürlich nur noch einen Spot gibt. Oh, falsche. Ich will doch nicht schmeißen. Uff. Sah aber nicht schlecht aus. Okay, das hat er gemerkt. Na ja, gut, jetzt ist der aber auch down. Mal das, die Granate gleich, stelle ich mal gleich auf die Frag. Sind aber viele von uns down. Mhm. Sind sie durchgekommen. Jetzt müssen wir da rein. Einer ist dran, sehr gut. Boah. Schon wieder die falsche Granate. Den schärft jetzt einer? Ja. Achso, ne, Zeit ist abgelaufen. Na gut. Erste Runde auf der Map. Erstes Match in diesem Spiel. Hat mir gut gefallen. Floki auch dabei. So, jetzt Seitenwechsel. Ich glaube, ich bleibe beim Breacher. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum diese Klassen haben mehr Einfluss auf den auf die anderen taktischen Modi. Aber Breacher finde ich gut. Ich mag das. Ich mag die gedämpfte Asphalt. So. Ja, Angriff wird jetzt natürlich schwerer. Überhaupt nicht. Was? Ah. Shit. Komm ich aber ran. Oh, das kann ich nicht im Liegen machen. Ach, thanks. Granatwerfer. Ah ne, einfach nur Frag. Ja, ich schmeiß doch da auch mal Granaten hin. Ja, jetzt müssen die anderen natürlich auch. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Gleichzeitig auch noch die andere Bombe angehen. Denn sonst laufen wir gleich auch in so einen Modus, dass das ganze Verteidigerteam auf eine Bombe aufpasst und dann wird es halt schwer. Hier ging es nicht leicht. Oh, dass man hier so die Ecke slidet. Oh, warum kann man das nicht im Fliegen machen? Diesmal aber.
Uiuiui. Oh, schnell nachladen. Das ist ein Quick Reload. Komm hier in die Leiche rein. Der schüttelt immer noch den Kopf. Er kann es gar nicht glauben, was ihm passiert ist. Da stirbt ein Kollege. Ja, ich kann jetzt nur diesen Winkel gucken. Sterbe ich jetzt halt hier mit der Explosion, aber das ist mir wert. Oh, stirbt man nicht mal. Blup. Ja, jetzt müssen wir halt schauen. Wo das mit. Jo, schön aus. Habe ich dann aber nicht die Munition für. Oder hat das zufällig die gleiche, das gleiche Kaliber? Nein, jetzt nicht. Ach, das ist über mir, was ich da höre. Das. Oh. Das ist natürlich Schalldämpfer gut. Ich komme jetzt, glaube ich, hoffentlich aus einer Ecke, die sie nicht erwarten. Ah, shit. Kann ich da durchpushen? Mal gucken. What the hell are you doing? Where are you going? Oh. Ah. Ich darf jetzt nicht mehr schießen. Aber es ging. Wo ist der hin, der eben noch hinter? Sehr, sehr lost jetzt. Ah, oh, ein guter Lauf bis hierhin. Ja, das mit dem. Da mit der Dead Zone, das habe ich nicht verstanden. Wo sind denn alle? Ja, jetzt muss ich mir eine Route suchen, die nicht so offensichtlich ist. Okay, da oben ist es offensichtlich, da stirbt euch mal einer. Der Alpha war eben auch schon schwer. Mhm. Aber nach der alten Battlefield-Regel sollte man die schwerere Flagge zuerst angehen. Also habe ich zumindest in meinen Tutorials immer gesagt. Damit die nicht zuletzt bleibt. Ich laufe jetzt hier durch und dann da lang, wo ich. Ne, da schmeißen sie Sachen. Time to kill ist halt einfach geil. Hier kommt einer getrappelt. Ich muss den jetzt hier so ein bisschen den Rücken frei halten, beziehungsweise ich bin so schön weit vorne. Hier kommt wieder einer. Mhm. Ich da jetzt durchpushen, ich probier's nochmal. Ja, geht. Der lebt doch. Ist nicht mehr. Oh. Jetzt hatte ich so, also hatte ich nur noch Augen auf den Preis. Aber okay, da durch Dead Zone durchpushen. Das ist, glaube ich, so macht man's. Jetzt haben die hoffentlich mitbekommen, dass ich da ein paar Leute gekillt habe. Gehen jetzt mal ran. Ich glaube, in dem Gebäude lebte nur noch einer. Na, jetzt hier außen der. Oh, der ist tot. Oh. Nicht so gut. Ah. Okay, ich glaube, das haben sie jetzt verstanden. Aber Smoke ist tatsächlich ist auch eine Idee. Das heißt, ich muss mal meinen Loadout ändern. Habe ich noch Platz für irgendwas anderes?
Gasmaske brauche ich. Ich müsste irgendwas runternehmen. Extended Magazine vielleicht. Ich stolper vorher eh. Ich nehme die Frag weg. Nehme dafür die beiden. Ach! Ja, das ist jetzt leider auch egal. Match Draw? Warum? Also macht mir Spaß. Ich hoffe, euch macht das auch Spaß. Also das ist jetzt... da werde ich ein bisschen brauchen, um da wieder reinzukommen. Aber die Map gefällt mir sehr gut. Der Modus gefällt mir sehr gut. Würde ich direkt nochmal spielen. Go! So, jetzt bin ich mal als MG-Schütze unterwegs. Denn jetzt spielen wir Verteidigung. Und dann kann ich mir vielleicht einen Spot suchen. Wo ich halt dann auch ordentlich reinholzen kann. Na, wo er da so steht. Wenn er da steht, kann ich ein bisschen mehr hier drüben stehen. Mal hier hoch. Ach, wie lustig. Ja, ist, glaube ich, nicht so gut. Ich könnte mich aber da oben hinlegen und dann die Straße runterbüdeln. Das macht er auch. Muss ich leider mal einmal kurz vor ihm kreuzen. So, habe ich hier nicht auch ein Zweibein? Ja, weiß aber nicht, wie es funktioniert. So, hier vorne nämlich. Achso, hier können die auch schon lang. Oh. Den wollte ich jetzt nicht schießen. Ich auf den schießen wollte. Hm. Oh. P90, Charlie. Den hat's gelesen. Oh. Okay. Hochschlag ist krass. Aber wenn man trifft, dann bleiben sie auch liegen. Oi. Es wirkt ein bisschen verboten, was ich hier mache. Ja, das klappt halt auch nur zwei, dreimal, dann haben die Leute das verstanden und überrennen dich. Ich weiß gar nicht, wie viel Munition ich wohl noch habe in dem Ding. Da ist einer. Okay. Ich glaube, mittlerweile muss ich mal nachladen. Nochmal. Was mit magischen Fähigkeiten, mit Telekinese. Den neuen Gurt reingeworfen. Oh, ja gut. Jetzt ist natürlich da die Verteidigungslinie gebrochen. Ach, Sniper gibt's auch mal. Ah, kaum bricht meine Verteidigungslinie. Okay, ich... doch weiter im Camper. Es dauert halt ewig, damit in Anschlag zu gehen. Und man ist auch sehr langsam damit. Gut. Hier ist einer. Ja, das war der, der mich eben gekillt hat. Also gehe ich mal zurück auf meinen Spot.
Oh, kann man hier durchschießen? Alpha. Ah! Lass mal da durch. Jetzt kommt aber schon die spannende Musik. Ah, der ist da drin. Shit. Oh Gott! Womöglich etwas nah dran. Ich will doch nur... Oh, ey, da kann man halt auch gar nicht schießen, wenn man in Bewegung ist. Ich wollte doch eine Granate werfen, aber ich glaube, ich habe gar keine dabei. Deshalb hat die 3-Taste auch nichts gemacht. Nee, ich habe gar keine. Okay. Hätte ich da auf Pistole wechseln müssen, um rein zu jumpen. Oh, jetzt blinken beide. Das MG ist so schwer, dass man dazu, glaube ich, keinen Granatsack mehr nehmen kann. Fuck, na ja, gut, da brennt es jetzt nicht rein. Oh, wow! Das fiel doch so gut an. Ja, Prostata. Es fing doch so gut an. Aber das Saw, das M249, das ist halt schon... Ist schon was anderes. Und wenn ich jetzt auch im Angriff bin, dann muss ich ja wieder leichter sein. Deshalb wieder die Auswahl. Ja, und jetzt ganz über links. Bevor da auch einer auf die Idee kommt, sich mit dem MG hinzulegen. Ist vielleicht eine Idee. Der denn da für ein Riesenrohr? Aber okay, man kann auch da links lang, also... Dann war das schon okay, was ich da gemacht habe. Aber ab jetzt wird es halt risky, schätze ich. Ganz weit aus, muss man glaube ich nicht. Oh, da liegt er! Ja, dann ist hier vielleicht nicht mehr so viel los. Wie das jetzt mal. Koffern Sie mich. Where are you? Where are you? Where are you? I'm going to blow it up! Get back! Loading! Loading! Okay, ist das gut? Das ist Feuer hingelegt. Ah, warum ist denn... Ich dachte, da ist Feuer und deshalb kann da keiner rein. Ist also durchs Klo gekommen. The Spirit of Ecstasy. Da bin ich, glaube ich, dem MG aus dem Schwenkbereich rausgelaufen. Oh, okay. Der Sniper da sitzt. Ach, der Sniper sitzt da rechts. Okay. Naja, es ist ein naheliegender Move, den Spawnbereich abzufarmen. So. Hab ich ja eben auch gemacht, aber das ist hier ja auch noch alles Spielwiese. Insofern selbst schuld, wenn ich da durchlaufe. Eine sehr schöne Map auch wieder. Uiuiui. Wie viele Leute hier aber auch mit Panzerfaust. Den habe ich hier aber gerade gar nicht liegen sehen. Welche rein. Schön auf den Scheinwerfer gedreht. Man hat halt die Aswahl hat halt nicht so viel Stopping Power. Ja, jetzt ist hier alles vergast. Deshalb muss man sich dann auch schon Maske aufsetzen. Wo ist die? Wie ist denn die hier eben? Ist die durchs Klo? Ist die durch den Gulli? Ach, hier durch. Ja, hier durch. So, da kommen die raus. Das Maske kann ich wieder abnehmen.
Die ABC-Schutzmaske. Hab ich den Eingang schon gekriegt? Ja, also alles zusammen haben wir doch gekriegt. Ja, wenn jetzt halt nur noch eine Flagge da ist, ballt sich da natürlich alles. Packen wir wahrscheinlich deshalb jetzt auch die Panzerfäuste aus. Ich hätte trotzdem gerne irgendwie so einen Flanken. So, jetzt hat mich eben erwischt. Ich dachte irgendwie, da oben ist dann safe, aber da kommen sie ja auch her, offensichtlich. MDR. Kommt da. Vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ich versuche jetzt mal ein bisschen den Zugang da oben abzuschneiden. Durch die Giftgaszone kommen wir jetzt, glaube ich, so schnell nicht mehr. Weil die dafür einen Punkt ausgeben müssen. So, hier kommen die dann nämlich raus. Hier bin ich eben gestorben. Pui. Jetzt kommt der nächste. Komm, lass dir noch ein bisschen Zeit beim Nachladen. Ist ja nicht so, als kämen wir noch drei Leute. Ui. Was aber auch gut ist, man hat so ein bisschen Trägheit. Also als ich jetzt versucht habe, hier wieder die Treppe hochzurennen und wegzudrehen, das hat so ein bisschen Inertia gehabt, sodass ich nicht so wie in Call of Duty oder was so ruckzuck, zuck, 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 einfach wegwieseln konnte. Aber das ist da eine tödliche Sackgasse, da will ich, glaube ich, nicht nochmal rein. Immerhin gut, 3 Kills gemacht. Dafür nur einmal gestorben. Weiß gar nicht, ob das hier, einen zu großen Umweg lauf. Wieder runter. Bombe steht. Ja, mach mal Bombe. Bombo. Ja, dann müssen die doch hier. Fliegen. Shit, ich bin wieder. Ja, das war der Plan, den so ein bisschen den Zugang halt zur Bombe abzuschneiden. Jetzt sind da hoffentlich genug Leute drin. Oh nein, wenn du jetzt so einen Teamkiller hast. Okay, vielleicht hast du was mit dem gemacht. Oh ne, Jungs! Nutzlos! Warum sind hier so viele Leichen? Oh, weil wir jetzt am Ende nochmal einen Teamkiller hatten, oder was? Ah, das ist natürlich bitter. Vielleicht mache ich das beim nächsten Mal auch aus. Apropos beim nächsten Mal, wenn euch das Spaß gemacht hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare, denn dann würde ich das nochmal machen. Ich finde, das ist ein spaßiger, spannender, schneller Shooter mal so für zwischendurch. Macht mir wirklich Laune. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr seid immerhin die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.